Wie sollte eigentlich die Neujahrsansprache für meine Follower bei der Akademie für menschliche Medizin werden? Stattdessen habe ich jetzt diesen Aufruf verfasst. Es geht darum, auf Vitamin D aufmerksam zu machen. Anlass ist eine Studie der Universität Heidelberg, die letztes Jahr, Ende des Jahres publiziert worden ist, wo gezeigt wurde, dass Menschen, die einen Vitamin D-Mangel, einen schweren Vitamin D-Mangel haben, das 15-fache Risiko haben, an dieser Erkrankung zu versterben. Schwerer Mangel, 15-faches Risiko. Es hat schon einiges an Vitamin D-Informationen gegeben, aber das ist wirklich signifikant und das fordert heraus, dass wir etwas tun, dass wir nicht nur mit Masken uns versehen, nicht nur Abstand halten, sondern dass wir Vitamin D nutzen, um unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen im Einzelnen in den nächsten 15 Minuten zeigen. Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin. Oh, nun muss ich die Folien aufrufen. Das sollte auch gelingen. Bildschirm freigeben und dann aufrufen. Und dann müssen wir entsprechend starten, die Bildschirmpräsentation von Beginn an. So, da sind wir. Und da ist mein neues Buch über Vitamin D, was auch im letzten Jahr noch rausgekommen ist. Und es hat einen relativ forschen Titel, nämlich Vitamin D immer dann, wenn es um Leben und Tod geht. Auch bei Covid-19. Wobei dieser Zusatz erst in den letzten Wochen dazugekommen ist. Denn ursprünglich hatte ich das Buch schon 2019 geplant. Das heißt, dieser umfassende Titel, dieser Anspruch von Vitamin D geht weit über Covid-19 hinaus. Und von daher ist dieses nur noch einmal eine zusätzliche Bestätigung über die Bedeutung von Vitamin D. Wenn wir uns den großen Player in dieser Story anschauen, das Robert-Koch-Institut, dann sind diese Zeichnungen eigentlich schon hinreichend bekannt. Wir sehen ganz links in der Zeichnung mehrere Kurven, die übereinander liegen, und zwar von 2018 bis 2020, die Atemwegserkrankung. Egal ob Influenza oder Covid-19 oder sonst etwas, sie starten im Winter, erste Woche auf der linken Seite, geht dann langsam hoch bis zu etwa März, April, dann fällt das deutlich ab, dann haben wir im Sommer ein Sommerloch sozusagen und dann geht es im Herbst wieder los. Und zwar Jahr für Jahr und Jahr für Jahr. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Und die Antwort sehen Sie hier. Das sind die jahreszeitlichen Schwankungen des Vitamin-D-Spiegels. Die Daten stammen aus einer Masterarbeit von einem Mitarbeiter von mir, einem Partner. Und der hat 2 Millionen Daten untersuchen können über Vitamin D, aktuell über 10 Jahre Verlauf. Und was Sie sehen, diese violetten Säulen, die laufen praktisch genau parallel wie die Kurven auf der linken Seite. Auch darunter die gelben Säulen verlaufen genauso parallel. Das heißt, im Frühjahr und Winter, besonders im Winter, haben wir einen deutlichen Mangel an Vitamin D. Das sind nämlich diese violetten, diese gelben Säulen. Im Sommer reduziert sich das und im Herbst geht das wieder hoch. Das heißt, wir haben einen komplett parallelen Verlauf von Vitamin D-Mangel und entsprechenden Atemwegserkrankungen. Und das ist hinreichend publiziert worden, schon lange bevor es Covid-19 gab. Nun, wir bekommen ja suggeriert, dass außer der Impfung nichts hilft. Das heißt nicht, dass ich an der Impfung zweifle, sondern die Frage, wie ist die Verfügbarkeit? Was kann die Impfung leisten? Und wenn man sich dann anschaut, Tagesschau im Dezember, wann wird sich der normale Bürger impfen lassen können? Nicht vor dem Sommer wahrscheinlich. Und da sind doch die Probleme, die jetzt aufgetreten sind, gar nicht mit involviert. Andererseits ist es 5 vor 12 oder 5 nach 12. Ebenfalls aus der Tagesschau, wir brechen zusammen, sagen die Pflegekräfte in den Heimen. Etwa ein Viertel aller deutschen Pflegeheime ist aktuell von Corona-Ausbrüchen betroffen, zum Teil mit schwerwiegenden Folgen. Da werden wir noch drauf kommen. Und Berlin ist jeder zweite Corona-Tote Bewohner eines Pflegeheims gewesen. In Schleswig-Holstein sogar fast 90%. Warum? Viele Menschen haben in Deutschland einen Mangel. Aber diejenigen, die in den Heimen sitzen, in den Ghettos sitzen, haben besonders einen Mangel. Und wenn dann das Virus kommt, ist das Chaos perfekt. Ja, also, es ist Zeit zu handeln. Aber wie? Nun schauen wir uns mal in der Presse um. Im Oktober gab es in der Neuen Zürcher Zeitung, das ist kein Käseblatt, einen Bericht, der hieß: Im Pflegeheim von Elk, also Pflegeheim, kommt es zu einem größten Covid-19-Ausbruch in der Schweiz und wie durch ein Wunder erkrankte niemand schwer. Experten stehen vor einem Rätsel.
Die Kantonsärztin hat dann auch recht gesagt, das kann nur ein Wunder sein. Ich kann es mir nicht erklären. Das zweite Wunder ist auch in Polen passiert. Seniorenwohnheim besiegt Corona. Das war im ZDF aus Warschau. Und zwar, dort sind in einem Wohnheim 82 Patienten mit Corona positiv getestet worden, darunter 200-Jährige. Und die haben alle überlebt. Ey, wie kann das sein? Alte Menschen zu 90% gestorben auf der einen Seite und hier heißt alle überlebt. Die Antwort ist Vitamin D. Ja. Und hier kommt der erste Hinweis, nämlich auch aus der Schweiz. Rechts unten sehen wir einen Schweizer Hausarzt, der Kollege Matthias Gauger betreut ebenfalls ein Pflegeheim und sagt, das in den Medien bezeichnete Wunder von Elk überrascht mich als Hausarzt überhaupt nicht, weil die nämlich mit Vitamin D versorgt wurden und dann keine tiefen Werte haben. Und seine Erfahrung in seinem Altenheim ging genau in die gleiche Richtung. 65 Bewohner, mehrfach ist CAS 200 gewesen und die medikamentöse Vitamin D Versorgung hat diese Dinge entsprechend verändert. Bis heute gab es im Altersheim nur ganz wenige Corona-Fälle und kein einziger Bewohner ist dank der guten Versorgung krank oder schwer krank geworden oder gar gestorben. Das ist diese Aussage. Schauen wir nochmal nach Polen rüber. Wie ist das in Polen? Dort gab es diese Aussage nicht, aber dort gibt es eine Guideline für die polnische Bevölkerung zu Vitamin D. Guideline gibt es für Diabetes, gibt es für alle Erkrankungen. Und hier hat man gesagt, eine Guideline für die Vitamin D-Versorgung. Das ist ja ein riesengroßes Werk. Daraus habe ich Ihnen die ältere Bevölkerung herauskopiert, nämlich die Senioren über 75 Jahre. Und was finden wir da? 2000 bis 4000 Einheiten Vitamin D. Das ist genau das, was wir in der Akademie seit Jahren fordern. Und dann noch einer obendrauf, 4.000 bis 8.000 Einheiten, wenn die lieben Menschen etwas umfänglicher sind, wenn sie mehr Fettgewebe halten, mehr Körpergewicht haben, dann brauchen sie entsprechend auch mehr Vitamin D und dann funktioniert das. Schauen wir nach Frankreich, also wir sind hier international aufgestellt. Frankreich das Gleiche. Vitamin D-Supplementation steht in Verbindung mit einem besseren Überleben von hospitalisierten, gebrechlichen älteren Covid-19-Patienten. Dieses ist kein normale Zeitung, sondern die ist eine wissenschaftliche Zeitung. Nutrien ist eine der führenden wissenschaftlichen Zeitungen, in dem der Kollege Anweiler dieses publiziert hat. Und was hat er gefunden? Die Vitamin D-Supplementation steht in Verbindung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für ältere und gebrechliche Patienten, eine Covid-19-Krankheit zu überleben. Was hat er gesehen? 77 Patienten, ganz schön alt, 88 Jahre, in einem Altenheimverbund, die eine eigene Klinik hatten. Und dann wurde geschaut, eine Gruppe, die regelmäßig Vitamin D bekam, also ähnlich wie das in Polen empfohlen wird. In Deutschland gibt es sowas nicht. Na? Die zweite Gruppe hat erst dann, als die schon krank waren, Vitamin D bekommen. Und die dritte Gruppe hat eben Pech gehabt, die hatte kein Vitamin D. Ja? Die standardisierte Covid-19-Therapie hatten alle gleich. Und ich gehe da jetzt näher nicht drauf ein. Da gibt es große Publikationen, was man tun kann, aber leider Gottes sehr ineffektiv ist. Und die Frage war, wie viele Patienten sind nach 14 Tagen verstorben? Und was kam raus? In Gruppe 1 überlebten 93% Patienten. Die nächste Gruppe waren 81 Patienten. Das müsste Gruppe 2 heißen. Und in Gruppe 3 nur 68 Patienten. Das heißt, die Risikoreduktion für diejenigen, die regelmäßig Vitamin D eingenommen haben, die war rund 90%. Und wer kurz vor der Aufnahme es noch bekommen hat, das waren immerhin 60%. Das heißt also, es lohnt sich in jedem Falle in Verbindung mit Covid-19-Infekten auch noch Vitamin D einzunehmen. Und das ist die Publikation, die ich zum Anlass jetzt für diesen Aufruf genommen habe. Die kommt aus Deutschland, aus der Uni in Heidelberg. Die Universitätsklinik in Heidelberg hat das Ende November publiziert. Und zwar 185 Patienten sind dort in diesem medizinischen Zentrum der Uni behandelt worden. Und die haben neben vielen, vielen anderen Sachen auch den Vitamin-D-Spiegel bestimmt. Und zwar haben sie gesagt, wenn einer unter 12 Nanogramm ist, dann ist er ein schwerer Mangelpatient. Und auch hier war der primäre Endpunkt der Studie schwerer Verlauf oder der Tod. Und was kam raus? Ein schwerer Mangel an Vitamin D führte zu einem 18-fachen Risiko für einen tödlichen Verlauf. 18-faches Risiko. Ich kenne
kein anderer Parameter, der auch nur annähernd eine solche Risikosteigerung bringt. Weder das Übergewicht noch das Alter, Vitamin D-Mangel, 18-faches Risiko. Da gibt es natürlich die Frage, wer hat denn überhaupt einen Vitamin D-Mangel und wer hat einen schweren Mangel? Nun, das können wir uns anschauen. Wir haben schon mal etwas Ähnliches gesehen, eine Auswertung dieser 2 Millionen Daten. Und was wir hier sehen, sind die Jahre 2013 bis 2018. Und dort findet sich unten in dem roten Bereich der schwere Mangel, ja, unter 10 Nanogramm pro Milliliter. Oben die grünen Anteile sind die positiven oder die hochgetesteten Menschen mit einem Spiegel über 40 Nanogramm. Und dort unten der schwere Mangel in Rot und darüber ein relativer Mangel, der etwas 10-faches Risiko beinhaltet. Und wenn wir dann auf der linken Seite sehen, sind das in der Tat 10% mit einem schweren Mangel in der deutschen Bevölkerung und 33% insgesamt mit einem Mangel. Das heißt also mindestens 10-faches Risiko für ein Drittel der Bevölkerung. Das sind etwa 27 Millionen Menschen bei uns in Deutschland. Lediglich durch den Vitamin-D-Mangel in ein solches Risiko reinlaufen. Übrigens, das ist nicht so ganz neu. Die Arbeitsgruppe von DKFZ in Heidelberg hat 2020 unabhängig von Covid-19 mit Daten von Influenza oder anderen Erkrankungen vor Covid-19 publiziert, dass ein direkter Abhängigkeit besteht, ein direkter Zusammenhang besteht zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und der Erkrankungsrate und der Mortalität. Und Sie sehen das an dem roten Kurvenverlauf, der geht steil nach oben mit dem Vitamin-D-Mangel und geht deutlich nach unten mit höheren Vitamin-D-Messwerten. Das heißt, die Thematik ist bekannt in der Wissenschaft, aber nicht in der Yellow Press, die uns versorgt mit Informationen. Hinzu kommt, dass wir sagen müssen, dass diese Covid-19-Pandemie ja nur die Spitze des Eisbergs gesundheitlicher Probleme ist, weltweit. Wir werden nur brainwashed und es heißt, außer Covid-19 gibt es nichts mehr. Das stimmt aber nicht. Wenn wir uns die offiziellen Zahlen anschauen, die von der WHO publiziert werden, dann ist es in der Tat so, dass im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben sind. Das ist eine Menge Patienten. Es ist bitter, dass das passiert. Aber wir müssen es relativ sehen zu dem, was ansonsten passiert. Jetzt schauen Sie sich mal an, andere Infekte. Influenza jedes Jahr über eine halbe Million. Und die Tuberkulose ist genauso gravierend, genauso tödlich wie die 1,8 Millionen von Covid-19. Wann haben Sie das letzte Mal über Tuberkulose in den Medien gehört? Nicht. Das heißt, hier ist eine Scheuklappeninformation unterwegs, die katastrophal ist. Aber die eigentliche Katastrophe, die finden Sie auf der rechten Seite. Das ist das, woran wir sterben. Herz-Kreislauf-Krankheiten, 18 Millionen. Das ist der 10-fache Wert für den 1,8 Millionen. Krebserkrankungen, 9 Millionen. Lungenerkrankungen, 4 Millionen. Und Diabetes, 1,6 Millionen. Das sind die Killer, die uns Jahr für Jahr umbringen. Was liest man davon? Kein Thema. Wir haben jetzt Covid-19, als wenn es kein anderes Thema mehr gäbe. Das ist nicht korrekt. Ja? Also 90% der Menschen, wenn man es zusammenfasst, sterben in Deutschland an nicht infektiösen Erkrankungen. Und von diesen 90% hört man seit einem Jahr nichts mehr. Und das ist einfach unsauber. Das ist nicht korrekt. Nicht das Virus ist nämlich unser Problem, sondern unser Lebensstil, der unter anderem auch das Immunsystem korrumpiert. Und wenn das Immunsystem schwach ist, zum Beispiel durch den Vitamin-D-Mangel oder durch zu wenig Bewegung oder, weil wir uns falsch ernähren, dann hat das Virus eine Chance. Aber nur dann. Es gehören nämlich immer zwei dazu. Das Virus und der Wirt, der sie entsprechend krank machen lässt. Hier noch einmal gezeigt, der Buchtitel mit den vielen Zitaten darauf. Ja, hier noch einmal, Herz-Kreislauf-Erkrankung. An all diesen Dingen ist Vitamin D beteiligt, weil es kein Vitamin ist, sondern ein Hormon, was wir alle brauchen, damit unser Körper korrekt funktioniert. Unter anderem eben auch das Immunsystem. Und dann kommt der zweite Anlass, noch einmal für den Aufruf. Das ist der Kollege Brenner aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, der in einem Kommentar zu diesem Artikel über die versteigerte Sterblichkeit dann geschrieben hat, es ist Zeit zu handeln. 9 von 10 Covid-19-Patienten könnte man sparen. Und
Dann sagt er, angesichts der nachgewiesenen Sicherheit der Vitamin-D-Supplementation. Auch das ist ein Fakt, der normalerweise nicht aus den offiziellen Publikationen kommt. Vitamin D ist sicher in der Supplementation und es ist nicht toxisch, wie immer wieder behauptet wird. Die Forderung, zusätzliche Studien abzuwarten, bevor offizielle Aktionen gestartet werden, ist mehr als fragwürdig und sogar unethisch. Warum? Wir wissen die Zusammenhänge und wir könnten etwas tun und wir tun nichts. Eine flächendeckende Supplementation, sagt er, mit Vitamin D, sollte daher zumindest für Gruppen mit einem hohen Risiko, nämlich die mit dem Vitamin D-Mangel, zur Verhinderung akuter Atemwegserkrankung und oder akuter Exacerbation bei Asthma und chronischen Lungenkrankheiten erfolgen. Und dann, wann immer man eine positive Testreaktion hat, sollte man spätestens dann Vitamin D einnehmen, weil auch dann noch entsprechend eine Wirkung da ist. Jetzt kommt die gute Botschaft aus der gleichen Studie von dem Herrn Gödel aus der Masterarbeit. Sehen wir uns nämlich den oberen Teil des Musters an, dann sehen die grünen Flächen, grün ist die Farbe der Hoffnung, dann sehen wir, dass von 2013 bis 2018 diese Flächen deutlich zugenommen haben. Das sind die Bevölkerungsanteile, die mehr als 40 Nanogramm im Blut haben. Das ist das, was wir haben wollen. Und auch darunter, oberhalb von 30 Nanogramm, ist noch eine deutliche Zunahme über die Jahre hin zu entdecken. Und das ist die positive Botschaft. Das heißt, wir sind dabei, uns aus diesem Mangel herauszubewegen. Wir können ihn überwinden. Und zwar sehen Sie es hier noch einmal aufgegliedert, die deutsche Bevölkerung, einmal die orangefarbenen Säulen vom ersten Lebensjahr auf der linken Seite bis zum 100. Lebensjahr und in Blau daneben die Messwerte von 2018 oder 17. Und da sehen Sie, dass unsere Kinder, die Säuglinge, einigermaßen versorgt sind, obwohl das auch noch besser sein könnte, weil die supplementiert werden. Seit Jahrzehnten schon. Und das läuft einigermaßen. Dann haben die auch normale Werte, nämlich mindestens oberhalb von 30 Nanogramm. Anders sieht das mit unseren Kindern aus, denn nach einem Jahr wird die Supplementation bescheuerterweise abgesetzt von den Kinderärzten. Und dann waren 2007 die gesamte Bevölkerung, die orangefarbenen Säulen, alle im Keller, alle unterhalb des Referenzwertes. Und dann bis 2017 ist etwas passiert. Ab dem etwa 40., 50. Lebensjahr steigen die Säulen deutlich an und erreichen jetzt diesen Referenzwert. Und wenn man das mal ausrechnet, ja, dann ist es durch die Zunahme des Vitamin-D-Spiegels in der älteren Bevölkerung um 40% gekommen. Und zwar ohne die Medizin, ohne Unterstützung der Regierung, gegen sogar den Widerstand der Medien, die gesagt haben, ist toxisch, haben diejenigen, die es kapiert haben, sich Mut gefasst und haben Vitamin D eingeworfen. Und das ist ein Grund, warum ich sage, wir haben die Möglichkeit. Ja, wir können uns helfen und zwar sofort. Wir müssen nicht auf irgendeine Impfung warten, sondern wer jetzt anfängt, Vitamin D einzuwerfen, hat eine hohe Chance, durch diesen Winter durchzukommen. Schauen wir mal an, was der Herr Hausarzt in der Schweiz gesagt hat. 3 Punkte. Auf die Beschaffenheit des Virus und seine Ausbreitung draußen in der Welt kann ich keinen Einfluss nehmen. Auch dieser neue Erreger da in Großbritannien, da haben wir keinen Einfluss darauf. Aber wir können natürlich verhindern, dass das Virus in den Körper eindringt. Teilweise durch Abstand halten, Masken und Hände waschen. Das funktioniert auch nicht hundertprozentig, aber man kann es ja tun. Aber was entscheidend ist, darauf, wie mein Immunsystem auf das Virus reagiert, darauf kann ich mit einfachen Mitteln Einfluss nehmen. Das heißt, er hat es verstanden und hat es ja in seinem Altenheim auch durchgesetzt. Ich möchte nur mal kurz zeigen, wie das funktioniert, warum das funktioniert. Was Sie hier sehen, ist eine unübersichtliche Darstellung, die ich Ihnen kurz erklären werde. Diese Unübersichtlichkeit ist in Ihrem Blut vorhanden. Es ist Ihr Immunsystem. Und zwar die Zellen, die dort vorhanden sind. Und die vielen schwarzen Linien da drin sind die entsprechenden Verbindungen zwischen diesen unterschiedlichen Zellen, die unterschiedliche Aufgaben haben, aber diese Aufgabe nur dann erfüllen können, wenn sie sich untereinander verständigen können. Und diese Verständigung geht über sogenannte Interleukine, Botenstoffe. Und überall, wo Sie einen solchen roten Pfeil sehen, wirkt Vitamin D auf diese Interleukine ein. Zum Teil werden die gesteigert, zum Teil werden die supprimiert. Das heißt, Vitamin D reguliert, Vitamin D tuned das Immunsystem. Ohne Vitamin D funktioniert das Immunsystem, diese Information nicht korrekt. Und dann
ist das Immunsystem nicht in der Lage, wenn dann so ein paar Viren reinkommen, sich auf diese Viren zu stürzen, die platt zu machen, sondern die Viren können sich verteilen, bis das Immunsystem sich dann organisiert hat, vergeht eine Woche oder 10 Tage, indem sie bitter mit dieser Infektion unterwegs sind, wenn sie nicht sogar den Löffel abgeben. Haben Sie genügend Vitamin D? Funktioniert das Immunsystem? Sie entwickeln kurzzeitig Fieber. Nach 2 bis 3 Tagen ist der Käse gegessen. Dafür haben wir dieses Immunsystem von der Evolution bekommen, weil die Viren waren immer schon da. Die Viren waren die ersten Lebewesen auf der Welt und sie sind bis heute da. Und wir sind voller Viren. Unser ganzer Körper ist voller Viren im Mikrobiom. Wir können ohne Viren überhaupt nicht leben. Und da sind ein paar dabei, mit denen wir nichts anfangen können, die uns schaden wollen. Und dass dieses Gemisch funktioniert, dafür ist unser Immunsystem verantwortlich. Sabotieren wir dieses Immunsystem, funktioniert es nicht und dann kann uns ein Virus eben auch umbringen. Ich habe mal verglichen, was Vitamin D kann, was der Corona-Impfstoff kann. Das eine ist Natur, das andere ist vom Menschen gemacht. Also, beide hemmen die Ausbreitung im Körper, das ist sicherlich richtig. Ja. Aber Vitamin D tut dies bei einer Vielzahl von Erregern, wie Tuberkulose und so weiter und so fort, Influenza, also alle diese Erreger. Corona-Impfstoff ist nur für Corona, ansonsten nichts. Wir haben einen dauerhaften Schutz. Wie lange der Schutz bei der Impfung dauert, wissen wir noch nicht. Wir haben keine Nebenwirkung von Vitamin D, weil es ein körpereigenes Hormon und keine Droge ist. Wir haben Nebenwirkungen, von denen wir noch nicht wissen, was die Impfung alles mit sich bringt. Wir haben einen zusätzlichen Impfschutz vor Komorbiditäten, das heißt Begleiterkrankungen, die ja fatal sind bei Covid-19. Und hier macht Corona-Impfstoff gar nichts. Ja. Es ist sofort verfügbar. Sie können gleich in die Apotheke gehen, es sich besorgen. Wann Sie Ihren Impfstoff bekommen, weiß niemand. Da sind Sie abhängig vom Herrn Spahn und Co. Ja. Es verhindert den Zytokinsturm. Vitamin D hat mehrere Eigenschaften in diesem Geschehnis. Und es verhindert unter anderem den Zytokinsturm. Daran macht Covid-19 gar nichts, die Impfung. Wenn Sie trotzdem einen entsprechenden Effekt bekommen, haben Sie schlechte Karten. Das kostet etwa 35 Euro für 2 Jahre, mit Vitamin D zu supplementieren. Mehr ist es nicht. Und hier haben wir 35 Euro für eine Impfung, habe ich herausgefunden im Internet. Gut, das ist entsprechend gleich, da ist kein Unterschied. Aber Vitamin D schützt zusätzlich vor vielen anderen Erkrankungen, angefangen von Herzerkrankungen über Krebs und so weiter und so fort. Der Corona-Impfstoff schützt sie nur vor diesem kleinen Bereich, diesem kleinen Segment. Wenn man das zusammenzählt, steht es 9:2 für Vitamin D. Das heißt also, die Natur kennt es einfach besser, als es ein Impfstoff kann. Das bedeutet nicht, dass Sie von der Impfung zurücktreten sollten. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Impfung Ihnen hilft, dann machen Sie sie. Aber Sie können sie ja irgendwann machen. Sofort können Sie aber machen, dass Sie Ihr Immunsystem entsprechend doppeln. Und ein Verzicht auf die Erreichung eines adäquaten Vitamin D-Spiegels erhöht Ihr Erkrankungsrisiko in den nächsten Wochen, wo es wirklich um die Wurst geht, ganz erheblich. Dazu möchte ich noch eine harte Aussage machen. In keinem Pharmalabor der Welt wird in den kommenden Jahren eine Substanz entwickelt werden, die auch nur annähernd die Qualitäten von Vitamin D hat. Noch einmal, der Grund ist nicht, dass das eine tolle Substanz ist, sondern es ist ein Hormon, was die Evolution in uns entwickelt hat und ohne das wir nicht funktionieren. Keiner fällt tot ungleich, wenn er zu wenig davon hat, aber auf die Dauer wird er krank werden, weil dieses Vitamin D ihn vor vielen Dingen schützt. Das habe ich vor 3 Jahren in einem Vortrag von mir gegeben, den inzwischen fast 4 Millionen Zuschauer gesehen haben. Also ganz untergegangen scheint es nicht zu sein. Sie können sich weiterhin, also dieser Vortrag ist weiterhin auf YouTube zu sehen. Sie können sich auf der Plattform der Sonnenallianz schlau machen. Dort haben wir über viele Jahre hin alles zusammengesammelt, was zu Vitamin D wichtig ist. Zurzeit läuft ein Spitzen-Event-Reihe Vitamin D von der Akademie. Dort können Sie sich einmal im Monat gibt es dort ein Event, wo Sie zuschauen können, informieren können, was alles läuft. Und zusätzlich hat meine Stiftung zu Vitamin D und Covid-19 eine kleine kurze Dokumentation als PDF herausgebracht. Das können Sie auf der Webseite der Stiftung, die wir unten unter dem Video dann auszeichnen werden, können Sie sich runterladen und ebenfalls eine umfangreichere Dokumentation Plan B.
Was mache ich, wenn die Impfung sich rauszieht? Ich habe die Möglichkeiten, mein Immunsystem zu stärken. Und in diesem Plan B sind noch andere Dinge aufgelistet, wie Vitamin C, wie Zink, wie körperliche Aktivität, wie mental verschrauben und so weiter und so fort. Das heißt, eine Anleitung, wie ich mein Immunsystem stärken kann, nicht nur für SARS-CoV-2 und entsprechend Covid-19. Meine große Bitte ist die, und damit bin ich durch mit meinem Aufruf, bitte dieses Video teilen, teilen, teilen. Geben Sie es weiter. Wenn Sie es an 10 Personen weitergeben und die auch wieder an 10, haben wir 100. Noch einmal 10 sind es 1.000. Noch einmal 10 sind es 10.000 und dann haben Sie bei 100.000 eine Million. Das heißt, wir können mit dieser Information die gesamte Bevölkerung erreichen und dem riesen, riesen Problem, das der kommende Winter mit uns machen wird, verschonen. Noch einmal der Aufruf. Die Zeit ist reif. Handeln Sie jetzt und selbstbestimmt. Sie können etwas tun. Stärken Sie nicht nur Ihr eigenes Immunsystem mit einem minimalen Aufwand, sondern auch das der Ihnen anvertrauten Menschen. Das bezieht sich einmal auf die Familie, aber auch auf den Beruf, insbesondere auf diejenigen, die im ärztlichen Beruf, medizinischen Beruf unterwegs sind, ob Krankenschwester oder Arzt. Und wenn Sie einem Altenheim zu tun haben, wenn Sie verantwortlich sind für ein Altenheim, bitte führen Sie die Vitamin-D-Supplementation ein, damit dort die Menschen geschützt sind vor etwas, wovor sie geschützt werden können. Vielen Dank.